Hallo, da bin ich wieder. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich endlich einmal bei euch bedanken für das positive Feedback, für die vielen schönen Reaktionen, die schönen Worte, die ich da gelesen habe. Das freut mich sehr und möchte euch auch ermutigen, Fragen zu stellen, weil durch eure Fragen lerne ich ja. Vielleicht habe ich ja, wir sind ja alle da, um zu lernen, nicht? Also vielleicht habe ich ja vergessen, was zu Ende zu erklären oder passt irgendetwas, ist etwas nicht logisch oder so, dann fragt ruhig. Ich habe sowieso vor, noch ein Video zu machen, wo ich vor allem Fragen beantworte, wo ich die Fragen vorlese, ohne Namen natürlich, und sie beantworte. Ihr werdet bemerkt haben, wenn es bei mir anfängt zu fließen, dann geht es ja ziemlich schnell, und es geht viel schneller als die Worte, die da aus dem Mund kommen. Da bin ich mit meiner Aufmerksamkeit schon viel weiter vor. Und dann passiert es, dass aus dem Mund Worte kommen, die nicht so präzise sind, dann verwechsel ich schon mal Vision mit Version oder solche Dinge, aber das habt ihr sicher schon bemerkt. In der Zwischenzeit kennt ihr mich gut und wisst, dass ihr dann einfach der Botschaft folgen sollt und nicht an den Worten hängen bleiben, sondern korrigiert das ruhig. Ja? Versucht einfach so weiterzumachen wie bisher, dass ihr eh wisst, was ich meine. Ja, und um zum Thema zu kommen, es gab auch E-Mails, die ich bekommen habe, die mich sehr gefreut haben, und in einer dieser E-Mails stand eben drinnen: Wer oder was ist eigentlich Gott für dich? Und das ist natürlich gleich einmal ein heißes Eisen, eine polemische Frage, vor allem wenn man versuchen möchte, das in 15 Minuten zu beantworten. Aber ich werde es versuchen zumindest einmal, und die Fragen, die offen bleiben, könnt ihr dann ja per E-Mail stellen, werde ich dann extra beantworten. Ich teile euch einmal meine Sichtweise über Gott mit. Was ist Gott für mich? Also zunächst einmal ist Gott für mich Liebe. Was ist Liebe? Manche denken bei Liebe ja an Sex, ja, die denken sich dann, oh, um Gottes Willen, was sagt die da? Was ist für mich Liebe? Liebe ist für mich die höchste Schwingung im Universum. Energie, das ist für mich Liebe, und das ist für mich Gott. Das ist auch der Grund, warum Gott überall sein kann. Energie ist überall. Es heißt ja, Gott ist allmächtig, allwissend. Ja. Das kann er natürlich nicht sein, wenn er ein Mann ist. Ja, wenn man ein Kind ist, stellt man sich Gott vielleicht noch vor als ein Mann mit einem weißen Bart, gütig, wie der Weihnachtsmann, und der fährt auf einer Wolke spazieren und so weiter. Und es gibt auch Menschen, die sich seither nie wieder mit der Frage, was ist Gott, auseinandergesetzt haben. Ja, auch weil die Kirche sagt, fragt nicht, glaubt einfach. Und dann will man keinen Ärger haben und denkt da gar nicht näher darüber nach. Aber wie gesagt, zuerst ist die Vorstellung eines Kindes, was Gott ist. Aber Gott kann natürlich kein Mann sein, weil wenn er wirklich allmächtig ist oder allgegenwärtig vor allem ist, dann müsste er ein ziemlich dicker, breiter Mann sein, der überall gleichzeitig ist. Geht ja nicht. Also Mann kann er schon einmal nicht sein. Und dann kommt man, wenn man älter ist, in Kontakt mit den Religionen, und dann bekommt man wieder ein neues Gottesbild. Unser Gottesbild verändert sich ja öfter im Laufe des Lebens, und das ist auch gut so, weil wenn wir uns weiterentwickeln, entwickelt sich auch unser Gottesbild weiter. Und das soll man auch zulassen. Und gute Religionen und gute Meister lassen das ja auch zu. Die lassen auch Zweifel zu. Daran erkennt man auch, ob man auf einem guten Platz ist oder nicht. Weil nur die Zweifel bringen mich ja weiter. Durch die Zweifel beginne ich zu hinterfragen. Und wenn ich hinterfrage, entdecke ich neue Dinge und lerne und entwickle mich weiter, und mein Bewusstsein erweitert sich. Ja, das geschieht ja durch den Zweifel, also Zweifel sind nichts Negatives. Und wenn dann irgendeine Kirche oder Sekte oder irgendeine Religion sagt, du sollst nicht zweifeln, dann haben wir wieder dasselbe Problem. Ja? Okay, da ist der Knopf, zack, jetzt habe ich den Zweifel abgedreht. Funktioniert ja nicht. Wenn ein Zweifel da ist, ist er da, ob ich ihn unterdrücke oder nicht. Das Einzige, was ich tun kann, ist, mich damit auseinanderzusetzen. Dann wird er sich von selber auflösen. Ja? Also so viel einmal zu den Zweifeln und zu den Religionen. Wir waren bei den Religionen. Und da fängt auch ein Problem an, weil jede Religion natürlich Gott für sich beansprucht. Also der Gott, der in meiner Religion ist, ist der Richtige, und der Gott in deiner Religion kann nicht der Richtige sein, weil ja meiner der Richtige ist. Dreimal dürft ihr raten, woher diese Sicht kommt. Aus dem Kopf. Naja, wie auch immer, wie soll man sich das aber jetzt in der Praxis vorstellen? Und da habe ich wieder Beispiele, tun wir wieder so, als ob wir 5 Jahre alt wären. Nehmen wir mal an, es gibt ein 5-jähriges Mädchen, das vor seinem Opa sitzt, das liebt den Opa. Ja, das ist ihr Opa, das weiß sie, das hat sie verstanden. Und plötzlich kommt jemand in den Raum herein und sagt, hallo mein Bruderherz, wie geht's dir? Und das kleine Mädchen denkt sich, das ist kein Bruder, das ist ein Opa. Dann kommt
die Oma herein und sagt plötzlich, hallo, mein geliebter Ehemann. Und das Mädchen denkt sich, das ist kein Ehemann, das ist ein Opa. Und so könnte man das jetzt weitermachen. Ja? Dann kommt der beste Freund herein und sagt, hallo, mein bester Freund, das ist kein Freund, das ist ein Opa. Ja, also das Kind, das noch sehr jung ist, kann sich nicht vorstellen, dass diese Person alles gleichzeitig sein kann. Diese Person ist ein Opa, ist aber gleichzeitig auch ein Ehemann, ist aber gleichzeitig auch ein Bruder, gleichzeitig ein bester Freund, gleichzeitig ein Schwager, was auch immer. Er kann das gleichzeitig sein. Und gleichzeitig ändert er auch seine Eigenschaft. Als Opa benimmt er sich ganz anders, als er sich als Liebhaber hoffentlich benimmt und wie er sich als Bruder benimmt. Ja. Also auch die Eigenschaft ändert sich mit der Bezeichnung. Und so ähnlich kann man das übertragen auf die Religionen. Gott wird sich in jeder Religion anders zeigen, weil die Kultur ist ja ganz anders, die Sprache ist ja ganz anders. Er kann ja nicht Gott heißen. Manchmal heißt im arabischen Raum Allah, dann bei den Indianern heißt er Manitou und was weiß ich. Ja. Er muss sich ja anpassen, auch an das Klima, an die Gegebenheiten passt er sich natürlich an, weil er ja dort zu den Menschen sprechen möchte und durchkommen möchte. Aber wenn man genau darauf achtet, wird jede Religion sagen, es gibt nur einen Gott. So, wenn es jetzt nur einen Gott gibt, wie kann der in der anderen Religion ein anderer sein? Das muss ja dann eh dasselbe sein. Also da muss ich doch selber ein bisschen drüber nachdenken. Und das ist meine Sichtweise über Gott. Es gibt nur einen Gott, es gibt viele Religionen und Gott hat natürlich viele Eigenschaften, je nachdem auch, wie ich ihm begegne. Ja. Er spiegelt mich ja auch. Aber es ist trotzdem immer derselbe Gott. Oder ein anderes Beispiel kann man machen, zum Beispiel mit dem Strom. Ja, das Gott ist ja irgendwie so unsichtbar wie Strom. Strom ist überall da, aber ich sehe es nicht. Ich sehe ihn eigentlich nicht. Wenn ich jetzt durch die Wiese laufe oder durch einen Fluss schwimme, weiß ich nicht, dass da auch Strom eigentlich enthalten ist. Wenn aber jetzt jemand kommt und dort ein Kraftwerk hinbaut, dann ist plötzlich der Strom da, dann hat er aus dem Fluss den Strom erzeugt. Ja. Und diese ganzen Kraftwerke, ob das jetzt ein Atomkraftwerk ist, ein Windkraftwerk oder im Fluss oder wo auch immer, das sind für mich die Religionen. Die Religionen haben eigentlich die Aufgabe, für mich Gott sichtbar zu machen. Und das ist eine schöne Aufgabe. Und Religionen sind auch etwas Schönes. Alle Religionen sind etwas Schönes, wenn man auf die Essenz achtet. In dem Moment, wo sich dann die Köpfe der Menschen eingeschaltet haben, wird es weniger schön. Da kann es sogar eine sadistische Religion daraus entstehen, Fanatismus und alles Mögliche. Das ist aber der Kopf, der die Religion daraus macht. Die Religion kann da gar nichts dafür. Religion ist eine sehr schöne Aufgabe und die dient dazu, den Menschen mitzuteilen, dass es einen Gott gibt. Ja? Weil sonst würde man vielleicht leben und gar nicht auf die Idee kommen. Und deswegen soll man auf eine andere Religion nicht böse sein. Die hat genauso nur die Aufgabe, uns aufmerksam zu machen, dass es Gott gibt. Und wenn ich mein Bewusstsein erweitert habe und mich ein bisschen weiterentwickelt habe, dann werde ich fühlen, dann werde ich verstehen, dass es ja nur dasselbe sein kann. Dann werde ich nicht in dieses Kopfdenken hineinverfallen. Mein Gott ist der Richtige, deiner ist der Falsche. Ja, das ist Kopfdenken. Das hat mit Gott nichts mehr zu tun. Da bin ich raus aus dieser Schwingung, aus dieser Gottesschwingung. Das ist für mich Gott. Und dass Gott für mich Liebe ist, der wirklich alle Menschen liebt, auch dich, egal was du angestellt hast. Ja? Das ist jetzt kein Freibrief, damit du was anstellst, weil da wird sich dann das Karma um dich kümmern. Aber es ist nicht so, dass er sagt, ich liebe dich nicht, weil du hast was angestellt oder du hast einen Fehler gemacht. Nein, er kann gar nicht anders. Er ist ja Liebe, er wird dich lieben. Und was sehr viele Köpfe nicht verstehen können, mein Kopf hat das auch lange Zeit nicht verstanden, ist, dass er einen Massenmörder genauso liebt wie einen Mönch. Oh, wie gibt's das? Ja, oder wie einen ganz heiligen Menschen. Wie gibt's das? Das ist deshalb, weil Gott uns ja nicht als Kopf sieht, sondern Gott sieht uns ja als Gesamtes, als Seele. Und die Seele von einem Massenmörder ist natürlich kein Massenmörder. Ja, tief in der Seele. Mit diesem Menschen ist bei der Geburt irgendwas passiert und vielleicht hat er sich vor der Geburt das schon ausgesucht, aus irgendeinem Grund, weil er diese Erfahrung machen möchte. Wir wissen die Zusammenhänge nicht. Gott schon. Gott ist immer auf dem Dach. Wenn wir jetzt zurückdenken an mein Video mit dem englischen Werbespot, Gott sieht die Situation immer vom Dach aus. Ja? Und der ist niemandem böse, weil er versteht, aha, dies und so, das weiß er ja alles. Ja? Er ist ja allwissend.
Und deswegen liebt er den Massenmörder genauso wie den heiligen Menschen. Und deswegen musst du keine Angst haben, dass Gott dich nicht liebt. Keiner von uns muss diese Angst haben. Natürlich liebt er uns. Man kann sich das so vorstellen wie die Sonne. Die Sonne, die kann gar nicht anders, als ihre Strahlen zu schicken. Ja? Und stell dir vor, die Sonne würde ich sagen, dir schicke ich einen Strahl, aber dir nicht, weil du böse warst. Die kann das gar nicht. Die schickt an den Massenmörder die Sonnenstrahlen und an den Mönch die Sonnenstrahlen. Und an den heiligen Menschen und an das Kind und an den Erwachsenen. Macht keinen Unterschied. Sie schickt einfach ihre Strahlen. Und so ist Gott für mich. Gott ist Liebe. Und diese Liebe bekommen wir alle von ihm. Nur wir sind das Problem. Ja, weil diese Liebe bekommen wir in der Seele. Jetzt, wenn wir ständig im Kopf sind, denken wir, Gott liebt uns nicht, da schickt mir ja gar nichts. Ja? Das ist so, als ob ich ständig in einem dunklen Keller bin und jammere, es gibt keine Sonne für mich. Ja bitte, dann geh doch raus, dann wirst du sehen, die Sonne ist die ganze Zeit da gewesen, die hat auch auf deinen Keller gescheint, aber du hast ja eine Wand dazwischen gebaut. Ja? So stelle ich mir Gott vor. Und wenn jetzt irgendwelche Fragen auftauchen, dann schreibt mir das ruhig, würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt, jetzt wo ich euch das gesagt habe. Jedenfalls ist für mich Gott eine wundervolle Erfahrung. Und ich habe mal gehört, Gott ist immer in unserem Herzen zu Hause, aber wir sind ja nie in unserem Herzen, oder fast nie. Ja. Wir sind ja meistens, wie gesagt, die berühmten 97%, wenn das stimmt, im Kopf. Ja, und im Kopf können wir Gott leider nicht empfangen. Wir können ihn nur in der Seele, im Herzen empfangen und spüren, weil da sind wir auch mit ihm verbunden. Und noch tiefer sind wir das sogar. Ganz schlimm. Ich bin Gott. Ich weiß, auf der Psychiatrie gibt es viele Menschen, die das auch behaupten. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, das wäre meine Antwort zum Thema Gott. Versucht das, jetzt wo wir gerade in dieser Schwingung drinnen sind, spürt ihr das? Spürt ihr das? Genießt das. Das ist gerade diese Schwingung der Liebe, die Gott euch schickt, weil ihr gerade aus dem Kopf draußen seid, könnt ihr das empfinden, könnt ihr das spüren. So fühlt sich das an, so schön ist das, wenn man von Gott geliebt wird, wenn man diese Gewissheit hat und sich da keine Sorgen zu machen braucht. Wir müssen nur bereit sein zu lernen. Wenn wir lernen, dann sind wir in der richtigen Schwingung. Also nicht Opfer sein, nicht Täter sein, sonst haben wir unsere Kamera wieder auf der Straße stehen, in der Dualität, sondern immer versuchen zu lernen, sodass wir wieder aus der Opferrolle herauskommen in den Forscher. Warum und warum spüre ich die Liebe Gottes nicht? Was habe ich gerade selber für Barrieren aufgebaut? Und wenn wir das erkennen, zack, fließt es wieder und wir spüren es wieder. Und wenn wir in dieser Liebe Gottes sind, das ist herrlich, wenn wir unserer Seele näher sind, ja, wenn wir nicht im Kopf sind, da wachst du in der Früh auf und die Welt ist wunderschön. Dabei ist noch gar nichts passiert. Ja, und das ist auch dieses Glück. Das Glück entsteht, wenn wir Gott so nahe sind. Wir alle sind auf der Suche nach Glück. Wir jagen dem Glück nach, aber weil wir eben die berühmten 97% immer im Kopf sind, suchen wir das Glück auf dem falschen Platz. Wir suchen das Glück mit dem Kopf, mit den Hormonen, mit den Geschmacksorganen. Ja, während ich die Pizza esse, bin ich glücklich. Kaum ist die Pizza weg, ist das Glück weg. Ja. Das Glück, von dem ich spreche, das von Gott kommt, das geht nicht weg, das ist einfach immer da. Darauf sollten wir achten. Und auch das Glück, das wir vom Kopf kennen, ist nichts anderes als ein Vorgeschmack, eine Übung, damit wir wissen, dass es Glück gibt. Genauso wie die Liebe in der Partnerschaft. Das ist ein Vorgeschmack, eine Ahnung, dass es eine Liebe überhaupt geben kann. Aber die Liebe von Gott ist es natürlich viel weiter als die Liebe in der Partnerschaft, weil der liebt ja nicht nur den Partner, sondern der liebt ja die ganze Menschheit, das ganze Universum. Aber wir haben einen Vorgeschmack in der Partnerschaft. In der Partnerschaft lernen wir auch, an den anderen zu denken, Rücksicht zu nehmen. Ja? Das ist alles Bewusstseinserweiterung. Das Ego hat so ein Bewusstsein und die Empathie hat so ein Bewusstsein. Also das ist der richtige Weg, in Richtung auch an den anderen zu denken. Und deswegen passiert es dann oft, wenn wir den anderen glücklich machen, dass wir plötzlich selber glücklich sind. Das kennt ihr. Seht ihr? Das meine ich. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag.